Hallo und herzlich willkommen bei einer weiteren Folge von meinem Let's Play Ultimate Team. Und in der heutigen Folge wird es um etwas gehen, was lange überfällig war. Nämlich die Koreaner. Ich habe sie nicht vergessen. Ganz im Gegenteil. Sie haben mich von Beginn an in FC24 begleitet. Es gab aber bis jetzt nicht wirklich eine gute Gelegenheit, um sie euch zu zeigen. Und das möchte ich jetzt hier in dieser Folge verändern. Das packe ich an. Ich schaffe selber meine Gelegenheit. Aber ich will es euch einfach kurz erklären. Ich zeige euch das Team zum gewissen Teil, denn ihr seht, irgendwie fehlen da vier Positionen, aber eins nach dem anderen. Wir fangen einfach mal an, was ich jetzt hier zusammengebaut habe, und dann wird sich auch gleich sinnvollerweise ergeben, warum da jetzt gerade Positionen frei sind. Weil das wird dann quasi das weitere Thema dieses Videos sein und auch das, was wir dann erstmal hier machen. Nämlich erstmal die Teamvorstellung. Torvorstellung gibt es hoffentlich später, aber erstmal die Teamvorstellung. Und ich werde es diesmal nicht so ganz im Detail machen. Ich muss auch dazu sagen, ich habe dieses Team vor wahrscheinlich 1,5 Monaten gebaut. Entsprechend seht es mir nach, wenn ich bei dem einen oder anderen Namen doch ein bisschen Schwachpunkte oder Schwachstellen aufzeige. Bei der Torhüter-Position habe ich Jo Hyeon Woo. Habe jetzt nicht so viel zu ihm zu sagen. Er hat zumindest auch 2 Playstyles, ist, denke ich, der beste Silberkoreaner. Das kurz zur Erklärung. Diejenigen, die vielleicht neu sind, ich kann es mir kaum vorstellen, aber sind ja vielleicht ein paar dazugekommen. Seit Jahren, wahrscheinlich seit einem Jahrzehnt, baue ich eigentlich in jedem FIFA ein Silberkoreaner-Team. Das nur kurz. Das ist eigentlich alles. Das ist die ganze Geschichte und dabei gibt es natürlich einige Legenden. Zu denen kommen wir heute auch noch. Auf jeden Fall, das ist die Torhüter-Position Jo Hyeon Woo. Und ich muss aufpassen, dass ich hier nicht zu lange brauche, denn wir haben einiges für diese Folge vor. Auf der ZDM- bzw. ZM-Position haben wir hier den defensiven Part. Und das sieht insane aus mit den Playstyles, oder? Der hat einfach so viele defensive, geile Playstyles am Start. Dazu auch noch Longball. Park Jin Seop. Seop, so um den Dreh, ist einer meiner beiden zentralen Mittelfeldspieler. Und auf der anderen Seite habe ich den offensiven Part. Und der hat auch extrem geile Playstyles hier, also wirklich der absolute Wahnsinn. Paik Seong-ho, der quasi dann so den offensiven, spielerisch kreativeren Part darstellen wird, hier mit einer Auswahl an Playstyles, sensationell. Hätte ich teilweise gerne in meinem Main-Team. Der Wahnsinn dazu, auch hier Press Proven, was man wirklich ganz selten sieht. Und weiter geht es dann, beziehungsweise hier nochmal ganz kurz auch gezeigt, der hat einfach 4 Sterne Skills, 5 Sterne Bigfoot generell. Dieses Team, wir kommen jetzt zu den Offensivspielern, unglaublich krass, was da vorne rumläuft. Die sind schnell, die sind technisch stark mit 5 Sterne Weakfoot und 4 Sterne Skills jetzt hier beispielsweise bei ihm. Bei den Playstyles, glaube ich, bei ihm ein bisschen überschaubar. Da geht es vor allem um Pace mit Rapid und Quickstep. Und dann haben wir hier Na Sang Ho. Playstyles auch Quickstep und Rapid und dazu noch Finesse Shot und Tiki-Taka und auch hier 4-4. Auch der nächste offensive Spieler, 4 Sterne Skills, 5 Sterne Weakfoot, die sind todesbroken dieses Jahr, die Silberkoreaner, das ist der Wahnsinn. Super schnell, solides Dribbling, ne? Also damit kann man absolut arbeiten im Silberbereich. Also ich habe richtig Bock damit zu spielen, er hat sogar Technical in der normalen Version, auch hier Quickstep, Finesse Shot, Deadball. Ich glaube, ich habe 3 oder 4 Spieler, die Deadball haben, Whip Pass auch am Start, also wirklich krass. Und jetzt haben wir den letzten Spieler hier und bei ihm wieder nur Rapid und Quickstep, aber auch 4-4. Also schnell, einigermaßen dribbelstark, 4-4, der Wahnsinn. Und jetzt habt ihr vielleicht teilweise gesehen, dass die Spieler auch hier Spiele hatten. Das lag dann daran, dass ich, glaube ich, in Squad Battles mal was mit denen gemacht habe, aber nichts anderes bis jetzt gespielt. Und da kommen wir jetzt zu dem wesentlichen Punkt. Ich habe dieses Team früh gebaut. Die letzten Jahre gab es immer eine Silber-Launch, wo man dann auch mit den Silber-Teams spielen konnte. So habe ich es in den letzten 2, 3 Jahren dann auch entsprechend eingebunden, dass ich mit dem Silber-Koreanern da gespielt habe. Da konnte man dann immer einen Informer spielen jede Woche. Gibt es dieses Jahr nicht. Habe ich drauf gewartet. Ich habe 2, 3 Wochen drauf gewartet und dann ist irgendwie klar, gibt es nicht. Dementsprechend fehlt mir aktuell der Anlass, mit den Silber-Koreanern was zu machen. Aber was ich halt von Beginn an gemacht habe, wenn irgendwelche Evolutions am Start waren, die ich nicht irgendwie, wo ich gesagt habe, boah, das ist krass für mein Main-Team oder auch irgendwie super für die Ersatzbank oder irgendwie sowas, habe ich die Evolutions halt geschaut, wie ich sie für die Koreaner nutzen kann. Und das ist jetzt quasi der zweite Teil dieses Teams, nämlich Evolutions. Und das wird dann gleich darüber irrgehen, was wir jetzt eigentlich weiter mit den Koreanern machen. Möchte jetzt aber gleich drüber sprechen. Wir fangen mal an mit der Rechtsverteidigerposition. Und dort gehen wir mal entsprechend auch natürlich hier gefiltert auf die Koreaner. Habe ich den ausgebildeten Kim oder evolutionierten Kim Jong-Wan.
Ich weiß leider nicht mehr, welche Evolution das war, aber sie hat auf jeden Fall einen Playstyle gegeben, nämlich Bruiser. Genau, das war diese Bruiser Wingback Evolution. Ich habe auch einen anderen rechten Verteidiger gespielt, der eigentlich mehr oder weniger ohne die Evolution auch genauso das geliefert hätte. Aber jetzt spiele ich natürlich den Evolutionierten. Aber das war der einzige, der da irgendwie einigermaßen in die richtige Richtung gegangen ist. Deswegen habe ich es dann mit ihm gemacht. Und auf der Innenverteidigerposition habe ich einen weiteren Spieler evolutioniert. Lee Han Beom. Für den habe ich mich entschieden. Sieht jetzt mit 77 Pace, 72 Def und 78 Physis für einen Silberkoreaner ziemlich stark aus. Also wenn man sich das mal so anschaut von diesen Stats. Dazu dann auch hier Anticipate, Block, Power Header und Aerial. Ich glaube, Aerial hat man durch die Evolution bekommen. Bin mir nicht mehr ganz sicher. Und jetzt kommen wir natürlich, ich habe über Legenden gesprochen. Wir kommen zu einer absoluten Legende der Silberkoreaner. Über Jahre hinweg ist er gesetzt auf der Linksverteidigerposition. Schreibt es jetzt in die Kommentare, wer der Linksverteidiger ist. Ich habe, glaube ich, das letzte Jahr genau das gleiche mit euch gemacht und ich habe es reihenweise in den Kommentaren gelesen. Es ist natürlich Hong Chul. Es ist sensationell und das Geilste überhaupt ist einfach, er war nicht nur per se der beste Linksverteidiger von den Silberkoreanern, sondern ich konnte ihn dann auch noch evolutionieren mit dieser Slide Tackle Evolution. Richtig geil. Und dadurch hat er jetzt auch nochmal Pace mehr bekommen und overall einfach auch nochmal sehr nice für die Linksverteidigerposition. Hat er sich nochmal weiter gebessert. Coole Geschichte, wie ich finde. Und jetzt kommen wir zum springenden Punkt, nämlich dem Anlass für diese Folge. Ich habe noch eine weitere Evolution jetzt hier am Start. Nämlich mit Yoon Suk Jung. Der Name kommt mir bekannt vor. Es gab mal einen Suk Jung, der auch auf der Innenverteidigung, aber das wird er nicht gewesen sein, er sah anders aus. Und den evolutioniere ich gerade. Und da sind wir auch relativ kurz vorm Ende. Und das möchte ich in dieser Folge machen. Aber bevor wir dazu kommen, also nochmal ganz kurz hier ihn gezeigt, der wird nämlich jetzt ein Sahnestück. Der wird der Wahnsinn. Warum? Dafür muss ich kurz in das Evolutionsmenü gehen. Denn wir schauen mal ganz kurz. Er ist gerade dabei, kurz davor, das dritte Level abzuschließen, beziehungsweise, ja doch, es sind drei Level, die ich mit ihm mache. Wir müssen dafür jetzt nur in der Evo-Launch gewinnen und das will ich mit den Silberkoreanern machen, gegen Goldteams. Das wird schon mal das erste Problem in dieser Folge. Aber, wenn er durch ist, ihr seht, er ist auf eine 71 overall, den kann ich danach weiter evolutionieren in der Centurions Centerback-Evolution. Da wird er reinpassen, da werde ich ihn reinstecken. Und dann wird er ziemlich nice. Ich weiß gerade nicht mehr ganz genau, was dabei rauskommt. Aber dann ist er wirklich ein sehr, sehr starker Innenverteidiger im Silberbereich. Und jetzt kommen wir zu dem springenden Punkt, was ich gerne euch fragen wollen möchte. Es ist offensichtlich, dass es keine Silber-Launch gibt. Dadurch gibt es keine wirklich direkte Anwendungsmöglichkeit für die Silberkoreaner, wo sie sich aufdrängen. Ich glaube, wenn ich jetzt so ein paar Evolutions abgeschlossen habe, dann kann ich vielleicht auch mal eine Weekend League mit ihnen spielen. Aber jetzt kommen wir zu dem Punkt. Findet ihr, es ist vielleicht sinnvoller, wenn ich schaue, wenn sich gewisse Evolutionen auch über Silber hinweg ergeben, in den Goldbereich hinein, dass ich die mache? Weil, das weiß ich auch, ich habe schon den ein oder anderen coolen Koreaner im Goldbereich nicht jetzt gemacht. Wang Hae-chan aus der Premier League. Dann gab es jetzt einen wanderenden Koreaner, habe ich mich ein bisschen geärgert. Das ist einer, da hat man auch zwei Evolutions zusammen machen können. Das war einmal die Centurions Sharpshooter und dann, ich glaube, Trailblazer Striker oder irgendwie sowas oder Centurion Striker und Centurion Swinger, ich weiß es nicht mehr ganz genau. Kein Plan. Aber auf jeden Fall hatte der Koreaner, ich weiß gerade den Namen nicht, Hwang Uijo oder irgendwie sowas, 5 Sterne Weakfoot, 93 Shooting, sieht toll aus, ist eine Goldkarte. Das ist jetzt der Punkt. Dadurch, dass ich dieses Jahr nichts wirklich so sinnvoll mit den Silberkoreanern machen möchte, würdet ihr es mehr feiern, wenn ich einfach gucke, was ich für geile Koreaner auch in den Goldbereich hineinbekomme, um daraus dann vielleicht ein starkes Koreaner-Team zu bauen, was nicht darauf reduziert ist, im Silberbereich zu sein. Ich würde nicht immer jede Evolution dafür aufbrauchen, weil zum Beispiel einen Llorente, den habe ich natürlich gerne auch für mein Main-Team mitgenommen. Auch muss man sich hinterfragen, weil das ist natürlich auch klar, die Evolutions, die irgendwie 150.000 Münzen kosten, da werde ich nicht aus Jux und Dollerei einen Koreaner reinstecken, im Silberbereich. Vielleicht im Goldbereich, ja, aber im Silberbereich, den ich dann nie wirklich spielen werde, ist fragwürdig. Ich habe halt nur einen RTG-Account. Ich habe jetzt nicht so viele Münzen. Vielleicht irgendwann werde ich da ein bisschen entspannter. Vielleicht sollte ich einfach
per se entspannter sein. Aber schreibt einfach mal in die Kommentare. Ich glaube, ich habe jetzt alles soweit dazu gesagt. Was würdet ihr am interessantesten finden? Einfach, dass ich über die Saison hinweg cooles Koreaner-Team baue, was nicht nur auf Silber reduziert ist? Oder soll ich ein richtig heftiges Silber-Koreaner-Team bauen, so wie ich es gerade in den Ansätzen zeige? Ich kann es aber nie wirklich irgendwie in einem Modus sinnvoll spielen. Das ist halt sozusagen der Nachteil. Und das wollte ich mit euch besprechen. Und jetzt gehen wir rein in die Evolution Lobby hier quasi bei den Friendlies. Und das wird jetzt Krampf. Ich hoffe, ich tilte nicht zu hart. Ich werde es logischerweise zusammenfassen. Ich muss 4 Spiele gewinnen. In dieser Launch hier mit den Silberkoreanern sollte das gehen. Ich muss noch einen Trainer hinzufügen. Da habe ich mir natürlich auch direkt einen Manager gekauft aus Korea. Beziehungsweise, ja, doch, aus Korea. Ich weiß jetzt nicht, ob er auch in Korea coacht. Nee, den habe ich dann sogar wegen Son habe ich den dann verwendet, um Son auf volle Chemie zu bekommen. Das ist das Team. Und ich muss jetzt nur eine Sache machen, nämlich Standardschützen. Ich habe gute Standardschützen. Ich glaube, Hong Chul hat auch Deadball. Der hat Curve. Dann machen wir den auf jeden Fall für die Kurzen. Machen wir den für die Langen. Ich glaube, der hat nämlich auch den Deadball hier. Hong Chul, das passt. Bei Penalties müssen wir mal schauen. Okay. Ich habe jetzt keine Camp-Styles angewendet. Brauche ich nicht. Ich ziehe die Leute so ab. So, wir gehen rein und ich muss 4 Spiele gewinnen. Wir haben unseren ersten Gegner. Die Teams sind natürlich nicht ganz so stark, weil man hier nur einen, irgendwie, keine Ahnung, ich weiß gar nicht, was das Rating ist, aber Maximal-Rating auch drin haben muss. Er hat auch einen Silber-Spieler hier in der Innenverteidigung, den er entwickelt. Schon mal gut. Und ich habe natürlich das Gefühl, ich sollte das Team besser nicht zeigen, denn das Ding ist, also A, die wissen natürlich dann auf einmal, gegen was für Maschinen sie dann antreten. Nee, aber das Problem ist natürlich, viele machen hier Golden Goal in diesem Modus. Sprich, die gehen raus, sobald man einen Gegentreffer kassiert hat. Mache ich auch. Mit den Koreanern werde ich es heute auch machen. Oh, oh. Ich glaube, hier gibt es vielleicht den ersten anders. Ah, schön. Aber viele werden natürlich dann nicht rausgehen. Warte mal gucken. Wir sehen, ob die Leute rausgehen. Und die werden wahrscheinlich nicht rausgehen, weil sie denken, oh, so ein Silberteam ziehe ich natürlich easy ab. Jetzt haben wir den Ball. Das ist das erste Mal, dass ich jetzt mit denen spiele. Also ich habe sie so noch nicht gespielt. Das heißt, ich muss sie auch erst kennenlernen. Ja, da haben wir den Darwin Nunez kennengelernt. Ich mache es jetzt erstmal so hier mit Golden Goal auch, weil es vielleicht auch mir ein bisschen Frust erspart. Spiel 2. Ich habe jetzt mal übersprungen. Wir gehen rein direkt ins Spiel. Sauber, Lehan Beom. Hong Chul. Geht nochmal in Abseitsfalle. Kann man mal durchspielen. Ich glaube, ich sollte die Pace vor allem halt ausspielen von meinen Spielern, weil die ist halt da. Und da haben wir den ersten Treffer. 5. Minute. Gegner geht auch raus. Also sehr nice. Da haben wir den ersten Sieg. Der erste Schritt zum nächsten Level. Zur nächsten Evolution. Spiel Nummer 3. Oh, Hong Chul ist da. Ja? Oh, fuck. Hong Chul ist auch mein Offensiver, den ich mit einbeziehe, mein offensiver Außenverteidiger, weil er halt Whip Pass hat. Schön. Krass. Schön. Ja, der geht doch was. Pass auf. Boah. Die Jungs, die verteidigen da alles weg. Oh, wenn ich da den bekomme. Oh Mann. Das ist kein Foul. Boah, guckt euch das an!
Also, die rasieren die komplett. Ich tackle einfach nur noch mit den Jungs. Die holen ja jeden Ball. Ich glaube, jetzt wird es nicht mehr zu verteidigen sein. Geil, der Anti-Jinx. Okay, wir gucken mal. Ja? Nein, das war die Chance. Schade. Ich glaube, der geht nämlich nicht rausgehen, um ehrlich zu sein. Okay. Ah, scheiße. Ich muss mir mal merken, welcher mein starker Kopfballverteidiger ist. Aber es müsste wahrscheinlich der hier sein. Who knows? Nächste Ecke. Ey, ich gucke die Tackle-Statistik von den Spielern nach dem Spiel nach. Ist ja der Wahnsinn. Also die müssen so eine kranke, gutes Rating haben. Okay, jetzt habe ich mal daneben getackelt. Die kontrollieren, die kochen die so ab gerade hier. So, wir schauen das mal ganz kurz nach. Bei Performance sollte das sein, oder? Nee, bei Performance sehen wir jetzt mal zumindest gerade die Player-Ratings. Die Innenverteidiger müssen gerade krass sein. Okay. 7-6, also Lehan Björn macht da alles weg. Match Facts. Ich habe so viele Tackle. 17 Tackles und davon auch 10 gewonnen. Der Gegner einfach 36 und 10. Okay, er probiert es ein bisschen häufiger. Können wir auch mal einen Foul geben. Okay, ich glaube jetzt passiert's. Was ist denn mit ihm? Ich wünschte, meine Innenverteidiger aus dem Goldteam sind so souverän in den Zweikämpfen. Okay, ich glaube, jetzt ist es vorbei. Jetzt, komm. Ja. Nein! Das war so ein grünes Time-Finish. Nein! Oh, scheiße! Och. Geil, dass der den auch noch hält. Oh Mann, es ist ja so krass. Oh oh. Geil. Die Jungs machen die sowas von weg. Es ist so heftig. Come on! Das gibt's nicht, Mann. Mann, die Ecken sind bis jetzt, die funktionieren nicht mit diesen Spielern hier. Ich glaube, hier wird's in die Verlängerung gehen. Ja. Komm. Yes! Da ist doch mal ein bisschen Platz. Im Rückraum. Come on! Da ist das 1-0. Stark, endlich. Es war jetzt aber auch überfällig. Da ist sogar das 2-0. Und der Gegner geht raus. Krass. Ich glaube, er hat bis zuletzt mit einer Fünferkette gespielt. Ich glaube, ich will. Ja. Sorry, aber.
Du spielst die defensivste Formation 5-2-2-1, ist das, glaube ich, oder wie sie, ich hab, weiß nicht, wie sie heißt, aber es ist halt die sieht aus, als ich die das erste Mal gesehen habe, dachte ich, ich habe gegen einen Glitcher oder gegen einen Cheater gespielt, weil ich kannte sie noch nicht und dachte nur so, was ist das denn bitte? Naja, wir haben es geschafft, zweiter Sieg. Spiel Nummer 4, wenn ich mich nicht vertue, gegen Solo Boy. Ich glaube, das ist der gleiche Gegner. Ja. Ja. Das sind die Momente. Nein! Komm! Da ist er drinne! Komm! Und raus geht er! Ich muss ihn halt eigentlich direkt machen. Das ist fast ein bisschen ärgerlich. Aber Gegner hat jetzt schon keine Lust mehr. Das war der gleiche. Und wir holen uns den Sieg Nummer 3. Es läuft so viel besser, als ich es mir habe vorstellen können. Ich hatte gedacht, nachdem ich ja das mal mit dem Glow-Up Evolutions in Division 1 oder sowas probiert habe, ich war so frustriert und wurde immer noch schlimmer. Ich habe am Anfang nicht dieses eine Spiel gewonnen und dadurch hat sich alles rausgezögert und es war wirklich am Ende so krampfig. Hier natürlich mit Golden Goal, wo viele auch rausgehen, macht es ein bisschen einfacher. Aber es ist richtig nice, richtig schöner Progress und wir sind wirklich kurz davor, hier durch zu sein. Krass, ich bin mal lieber vorsichtig. Nicht, dass ich jetzt auf einmal dann noch 2 Stunden für diesen einen Sieg brauche. Spiel Nummer 5. Ich mache schnell weiter. Die sollen nicht sehen, dass ich mit dem Silberteam spiele. Dann gehen sie vielleicht raus, wenn ich das 1-0 mache. Das war jetzt ein bisschen ärgerlich. Schön, schön entschärft. Kein Elfer. Boah, ich dachte ganz kurz, der wird da jetzt irgendwie noch einen Foul sehen. Ah, schade. Habe ich dann nicht mehr. Also sobald das um Diaby voll im Laufen ist, keine Chance. Spiel Nummer 6 gegen Juventus FC. Ah, er guckt sich mein Team an. Oh, er hat 2 Evos auch wahrscheinlich dann aktiv. Gibt da ja ein kleines zusätzliches Feature. Perfekt. Alter, die Tackles von dem sind insane. Okay, was ein Schuss. Und Hong Chul mit der Flanke. Butz! Butz hat's gemacht! Hong Chul mit der Flanke! Der Gegner macht sogar Pause, geht auch raus. Er macht es. Geil! Einfach auch den grünen Time-Finish-Header hier reingehauen. Weiß halt nicht, was über Flanken mit den Spielern so geht. Und damit haben wir es durch. Auch wenn da jetzt gerade noch. Doch, jetzt hier ist die Meldung. Und wir haben die Evolution von Yunsuk Jung abgeschlossen. Aus Bronze ist Silber geworden. 63 zu 71. Und jetzt kann ich euch auch noch zeigen, also ich hoffe, das funktioniert. Es wurde mir so bei FootGG angezeigt, dass ich diese Version, diesen evolutionierten Spieler, auch hier verwenden kann. Und dann können wir uns mal anschauen, wie der wird. Ach krass, ich kann sogar auch ihn nehmen. Aber wenn man sich jetzt. Hä? Wie sehen. Ja, warum wird mir das denn jetzt hier angezeigt? Ach so, interessant. Das sehe ich jetzt erst, wenn man da, sag ich mal, anders filtert, dann. Ihn könnte ich nehmen. Okay. Aber er ist ja viel besser. So, wir schauen uns mal ganz kurz an, wie der aussieht. Wenn der fertig ist, dann. Warte! Der ist dann eine 75, also darf ich ihn nur so weit spielen. Ah, okay, das hatte ich irgendwie nicht auf dem Schirm. Gut, das ist halt wirklich das beste Beispiel. Also, der wäre dann 75, das heißt, er wäre Gold. 79 Pace, 75 Def und 81 Physis für den Innenverteidiger. Ist das schon auf jeden Fall soweit stabil mit einem 75er Rating? Und, warte mal, Detail. Er hat dann auch noch Longball dazu bekommen.
grundsätzlich, ja, von den Playstyles ist es jetzt nicht ganz so krass. Kann ich mal ganz. Nee, warte, das ist der nicht, fällt mir gerade auf. Das ist der andere, bin jetzt hier durcheinander gekommen. Ah, gut, dass ich das nochmal gerade checke. Weil ich habe gemerkt, das war der Leon Beom, das war der andere. Ich bring die ja nicht durcheinander hier. So, der geht auch nicht, aber er geht, das ist er ja hier. Und der hat dann 80 Pace, ist auch eine 74 und keine 75. 74 der von 83 Physis. So, und das würde ich halt als nächstes machen. Und ja, der hat kaum defensive Playstats, fällt mir mal gerade auf. Aber an sich natürlich trotzdem mit 80 Pace und 74 der von 83 Physis echt eine geile Innenverteidigerkarte. Ja, den werde ich jetzt dann wahrscheinlich als nächstes machen, wenn man es mal hier so anschaut. Squad Battles und auch Evo Launch. Nee, Squad Battles. Alles in Squad Battles und kein Evo Launch mehr. Okay, das würde ich dann jetzt als nächstes dann wieder so für mich machen. Schreibt mir gerne in die Kommentare, wie ihr das so seht. Evolutioniere ich jetzt Koreaner bis in den Goldbereich hinein, sodass die am Ende richtig krass sind? Oder gucke ich immer, dass ich dieses Silberteam verbessere, verstärke, auch wenn ich dafür nicht so wirklich Einsatzmöglichkeiten habe? War natürlich ein bisschen ärgerlich mit diesem Petro Neto, den ich da gemacht habe, Centurions Sharpshooter, was das war. Deswegen werde ich jetzt zukünftig, das seht ihr ja auch, die laufen in 12 Tagen aus, zum Beispiel, die habe ich noch nicht gemacht, weil ich will jetzt mal abwarten, wo sich dann wieder vielleicht noch auf einmal Kombinationen ergeben, die es erstmal so am Anfang nicht gibt, aber dann später dazukommen. Das war's von meiner Seite. Ich hoffe, euch hat es gefallen. Wenn das der Fall war, lasst gerne einen Daumen nach oben da und wir sehen uns dann beim nächsten Video. Und ich würde sagen, mit dieser Leistung der Silberkoreaner heute hier in diesem Video, es drängt sich eigentlich auf, dass sie sich mal auch in der Weekend League beweisen müssen. Wir sehen uns. Halt euren Kasten sauber, euer Tess.